herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind in Kroatien. Die Autofahrt hierher war ein bisschen anstrengend. Wir sind mit dem Auto hierher gefahren. Zusammen mit meiner Mama, ihrem Freund. Max ist dabei, Angie ist dabei, Leo ist dabei. Und ich würde sagen, als allererstes gebe ich euch eine kleine Roomtour. Kurze Roomtour von unserem Haus, bevor wir unser ganzes Gepäck reinpacken. Hier geht es auf jeden Fall rein. Hier ist dann erstmal die Küche und hier auch direkt das Wohnzimmer. Hier kommt man auch noch raus, das zeige ich euch gleich, aber da geht es erstmal hoch. Hier gibt es auch noch einen Spiegel. Und dann gibt es hier erstmal ein Badezimmer. Ich habe das selber noch nicht so richtig gesehen. Hier ist dann ein Schlafzimmer. Und hier ist noch so ein kleiner Balkon. Das ist eigentlich echt cool mit einer richtig schönen Aussicht. Ja, hier unten haben wir noch so einen Garten mit einer Rutsche. Hier ist die andere Aussicht. Wir haben noch da einen Grill. Da hinten ist auch ein Pool. Da gehen wir gleich erst hin. Hier ist dann das zweite Schlafzimmer. Da ist noch so eine kleine Abstellkammer und noch ein Schlafzimmer. Es ist so warm hier. Hier ist das Wohnzimmer und dann geht es hier auch noch mal raus. Da läuft erstmal Andi rum. Und hier haben wir einen Pool. Wie cool. Ein paar Liegen. Hier ist auch noch so eine Liege. Und da ist unser Eingang. Richtig schön hier. Ich freue mich auf den Pool, weil mir ist mies warm. Leo guckt sich hier auch alles in Ruhe an. Wir haben ihm hier auch seinen kleinen Pool aufgestellt. Sieht einfach so schön hier aus. Übrigens sind wir jetzt 2 Wochen hier. Also wir haben 2 Wochen. Das wird, glaube ich, so entspannt werden. Ich glaube, von dem Spiegel hier aus erzähle ich euch jetzt jeden Tag, was so passiert ist. Auf jeden Fall waren wir gerade noch mal schnell Essen holen in so einem kleinen Restaurant. Hier ein paar Meter entfernt und ja, das war ganz lecker. Und wir saßen draußen und ich wurde gerade ungefähr 5-mal gestochen. Und genau, heute war so ein bisschen Pool-Day. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Heute ist eher noch so ein bisschen chillig. Leo und ich sind die Ersten, die wach sind. Guten Morgen. Oh mein Gott, ich sehe, glaube ich, noch so fertig aus. Ich habe als allererstes einmal nur Zähne geputzt. Und mir ein Bikini angezogen und jetzt lege ich mich ein bisschen in die Sonne. Ich liebe diese Geräusche. Wir haben hier irgendwie ein kleines Ameisen. Oh mein Gott. Wir haben hier ein kleines Ameisenproblem. So, wir haben uns jetzt frisch gemacht. Ich habe ein Kleid angezogen. Wir fahren jetzt nämlich nach Kirk und wollen da so ein bisschen spazieren gehen. Nachher noch ein bisschen was einkaufen. Wir wollen heute Abend grillen. Also das hier ist mein Outfit. Und ich habe noch einen Fächer aus Kroatien. Wir waren jetzt, glaube ich, schon 2-3 Mal in Kroatien und ich weiß nicht, von wann der ist. Das ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Den habe ich wiedergefunden. Ich habe auch noch einen zweiten von noch einem anderen Mal. Passt jetzt richtig gut. Wir sind hier gerade ein bisschen in der Stadt unterwegs und wir haben gerade eben schon mal so eine Tour gebucht für Donnerstag, wo wir mit so einem Boot fahren und Stops machen. Jetzt haben wir uns kurz ein Eis geholt, waren ein paar Läden. Jetzt wieder zurück zum Auto, dann wollten wir noch kurz was einkaufen und wieder in den Pool bei uns zu Hause. Wir sind hier gerade am Grillen und guck mal, wir haben Besuch bekommen. Wir haben den nächsten Tag, bin schon um 8 Uhr aufgewacht, habe mich fertig gemacht, soll mich ein paar Bilder machen, ein paar TikToks. Heute geht es zum Strand, da freue ich mich drauf. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Dreh mal ein bisschen. Weiß jemand, was das für ein Tier ist? Das ist ja auch so ein Mini-Skorpion, oder? Du meintest erstmal XXL Ohrenkneifer. Ja, aber dann hat den, aber da hinten eine Stachel. Guck mal, ich habe bestimmt Piepsen. Ich habe Angst, dass er vielleicht springen kann. Mama geht erstmal eine Runde im Pool schwimmen und ich mache jetzt einen TikTok hier. Wir machen uns jetzt gleich mal ready und fahren dann heute zum Strand. Das erste Mal dann hier in Kroatien zum Strand fahren. Aber auf jeden Fall wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich ganz, ganz viele Produkte von Spigen zugeschickt bekommen. Und die sind super, super praktisch jetzt vor allem im Urlaub. Das hier ist auf jeden Fall zum Beispiel eine Handyhülle. Kannst du dein Handy reinstecken und das dann mit ins Wasser nehmen, Unterwasseraufnahmen machen. Ich habe das Ganze auch schon im Pool ausprobiert und zwar mit so einer, die nicht schwimmt. Dann kann man die auch ganz gut mit runternehmen. Jetzt zum Beispiel im Pool ist es praktisch, wenn die nicht schwimmt. Im Meer würde ich eher die hier bevorzugen, die schwimmt, falls ich mein Handy irgendwie mal fallen lasse. Aber man kann hier auch einfach so ein Band rummachen und sich das dann umbinden. Aber ich hatte die auf jeden Fall jetzt im Pool mit. Ich hatte ja schon euch gestern oder vorgestern ein paar Aufnahmen im Pool eingeblendet. Die habe ich auf jeden Fall auch mit der Hülle gemacht und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Angelina hat sich das auch direkt ausgeliehen, ein paar Aufnahmen gemacht. Das ist jetzt hier zum Beispiel einfach die normale wasserdichte Handyhülle. Da hatte ich jetzt mein iPhone 13 Pro Max drin und das passt super gut rein. Die hat ja auch keine scharfen Ecken oder so, falls man irgendwo gegen seine Haut kommt. Das tut auf jeden Fall dann nicht weh. Das ist übrigens auch ein familienfreundliches Material, also sind keine gefährlichen Substanzen oder sowas drin. Und hier, ich habe jetzt dieses Band nochmal ran gemacht, das kann man auch bestellen, so wie man das halt haben möchte. Aber auch die schwimmenden Handyhüllen haben super weiche Ecken und es gibt natürlich alle Produkte in mehreren Farben, also hier zum Beispiel nochmal in diesem schönen Farbton. Es gibt aber auch noch weitere. Die Handyhüllen kann man zum Beispiel bis zu 30 Meter unter Wasser mitnehmen, was super praktisch ist. Ich würde sowieso nicht so weit runterschwimmen, aber die kann man auch ganz schnell schließen. Also es gibt hier so ein System, das hakt man hier ein und dann klickt man das hier um und dann ist es auch schon wasserfest. Von Spigen gibt es aber auch noch so eine wasserfesten Taschen, die kann man sich so ganz leicht umschnallen. Dann, falls ihr eure Wertsachen irgendwie nicht liegen lassen möchtet, die ist ja auch wasserdicht. Die hat hier so ein
Klettverschluss und dann muss man die hier erstmal so aufmachen. Das gab es hier übrigens jetzt im Zweierpack, also die zwei Farben kommen zusammen. Dann gibt es uns beiden hier noch so eine Aqua Shield Dry Bag und die sieht so aus. Also die ist noch ein bisschen größer, falls ihr ein paar Mehrwertsachen habt, die ist natürlich auch wasserfest. Wir machen jetzt zum Beispiel morgen nehme ich euch dann natürlich auch mit, da machen wir so eine Bootstour und da ist sowas zum Beispiel praktisch, damit halt nichts nass wird. Ich habe die Tasche jetzt mal zugemacht, die ist übrigens auch super leicht und habe hier so ein Band dran gemacht und jetzt kann man die zum Beispiel so tragen. Es gibt aber auch ein zweites Band, dann kann man das so als Rucksack tragen. Hier passen jetzt zum Beispiel 20 Liter rein. Dazu gibt es aber auch noch so eine kleine Tasche. Hier passen 2 Liter rein. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall ready, fahren dann zum Meer. Ich versuche ein paar coole Aufnahmen zu machen. Guckt auf jeden Fall gerne bei Spiken vorbei. Ich verlinke es euch mal in der Infobox. Und mit der hier geht es jetzt zum Strand und dann versuche ich mal ein paar coole Aufnahmen zu machen. Und übrigens schlafen wir seit gestern eigentlich hier im Wohnzimmer. Wir haben die Matratze runtergeschleppt, weil oben keine Klimaanlage gibt und es ist oben so warm. Also ich weiß nicht, wie meine Mama, ihr Freund und Angie das da oben aushalten. Da stehen zwar Ventilatoren in jedem Zimmer, aber die bringen dann auch nicht mehr viel. Deswegen haben wir unser Bett hier runtergetragen. Ja, und jetzt bleiben wir einfach hier unten. Hier unten gibt es eine Klimaanlage. Wir sind am Strand. Ich habe mich gerade schon einmal komplett eingecremt, damit ich nicht verbrenne. Ich habe meine Taucherbrille, meine Wasserschuhe und meine Hülle. Und jetzt geht's ab ins Wasser. Mal gucken, was wir da so aufnehmen können. Es gibt Essen. Was habt ihr geholt? Pizza Margarita? Nein, Quattro Franzi oder so. Frau Maggi, 4 Käsepizza. 4 Käsepizza, okay, was noch? Und? Jawoll! Yummy! Und deine Tüte sind noch Pommes. Nice Snack, oder? Guten! Wir machen jetzt einen Filmeabend, wir gucken Barbie. Zeig mal uns bitte. Yeah! Yeah! Eis? Du wolltest keins. Ja, aber ich wusste nicht, dass wir so eins haben. Dann hier nimm. Wir doch ein Eis. Der nächste Morgen, wir waren gerade alle im Haus drin und meine Mama hat mich hier nur im Garten was runterfallen gesehen. Und da ist einfach ein Stein, hat sich aus der Fassade gelöst. Oh mein Gott, stell dir vor, da würde jemand stehen. Es hätte wehgetan. Das hier ist gerade übrigens mein Outfit. Also das hier behalte ich erstmal an, die Schuhe und die Tasche. Das ist eigentlich gerade nur für einen TikTok. Wir machen so ein Outfit-TikTok, so unsere Outfits für eine ganze Woche. 3, 2, 1. Wie macht man das? Leo feiert es auch. Wir waren kurz einkaufen, sehr gesund. So, ich hoffe, man hört mich. Die Eismaschine neben uns läuft. Ich habe hier Puk Puk geholt. Keine Ahnung, was das ist. Ist das Pulver? Also das sieht ist so Pulver. Aus wie dieses. Also das sieht nicht so aus, aber es fühlt sich so wie dieses Knisterzeug. Also ist gar der Geschmack. Ist. Der Geschmack ist aber keine 10 von 10. Nee. Der Geschmack ist eine 7 von 10. Guten Morgen. Heute Nacht gab es so ein krasses Gewitter. Ich habe noch nie so ein Gewitter gesehen. Erstmal haben wir das noch so aus der Ferne beobachtet. Es hat die ganze Zeit durchgehend geblitzt und man hat das da hinten voll gesehen. Und keine 10 Minuten später war es auf einmal bei uns. Ich gucke aus dem Fenster. Ich sehe nur, wie unsere ganzen Gartenmöbel durch die Gegend fliegen und von rechts nach links geschoben werden. Die ganzen Schirme sind umgefallen. Also das war echt krass. Die ganzen Wäscheleine, alles. Wir mussten erstmal nochmal um 12 Uhr alles reintragen. Das war echt richtig krass. Ich habe sogar eine Aufnahme gemacht. Ich blende sie euch mal ein, aber im Video sieht es nicht mal halb so krass aus, wie es in echt war. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt sieht man nichts mehr von dem Gewitter. Es ist wieder richtig schönes Wetter. Und ja, ich habe mich jetzt auch mal fertig gemacht, habe wieder ein schönes Kleid angezogen. Wir nehmen wieder kurz ein paar Sachen auf, TikToks, Reels und so weiter, bevor es dann später zu dieser Bootstour geht. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir sind ready gemacht und jetzt geht es hier erstmal ein Parkticket holen und dann geht es zu dem Boot, mit dem wir gleich so eine 4-stündige Fahrt machen werden. Hast du Lust? Ja, ich habe mega Lust. Ich hoffe, dass wir Delfine sehen. Die meinten 50-50 Chance, dass da Delfine sind. Wir sind auf dem Boot, sitzen jetzt in der Sonne, aber wir fahren gleich los. Gesehen. Das war richtig schön. Erster Stopp zum Schwimmen. Max hat mittlerweile meinen Hut auf. Wir haben Essen kochen
und auf einmal ist das Licht alles ausgegangen. Irgendwie ist der Strom gerade weg. Wir sind aber auf jeden Fall zurück von der Bootstour. Wir wollen als allererstes was zu essen machen, weil wir super Hunger haben. Aber das war so schön, vor allem die Delfine. Wie fandest du es, Mama? Wunderschön. Und Essen ist so gut wie fertig. Wir haben da ein paar Veggie Nuggets, Salat. Hier noch so eine Nudelfanne. Aber wir haben uns jetzt ready gemacht. Wir wollen nochmal in die Stadt fahren. Dort ein bisschen rumgehen, was essen. Und genau das, bevor es später dann wieder anfängt zu gewittern. Ich habe noch nie ein Gewitter gesehen, wo es so oft geblitzt hat. Das ist wirklich krass. Es hagelt gerade. Es hat sich angehört, als würde das Haus zusammenbrechen. Oh mein Gott. Ein Hagelkorn. Ich bin immer noch geschockt. Jetzt bin ich wieder hellwach. Ich war gerade eben schon kurz davor einzuschlafen. Aber das war gerade so laut. Also Leo lag hier bei uns, hat geschlafen. Wir haben uns beide so erschrocken. Ja, jetzt hat es zum Glück wieder erstmal aufgehört zu hageln. Ich hoffe, dass draußen nicht so viele Menschen unterwegs waren. Weil wenn man sowas auf den Kopf bekommt, tut das, glaube ich, richtig weh. Heute in der Stadt unterwegs, hier ein bisschen shoppen. Ich habe mir gerade schon ein Kleid rausgesucht. In Gold. Probiere ich gleich an. Ich habe gerade das hier anprobiert, aber irgendwie bin ich nicht so der Fan von. Ich habe auch noch das Kleid in Gold hier an. Das mochte ich auch nicht so gerne. Und das hier probiere ich doch nicht mehr an. Und sie hat das an. Und das finde ich auch nicht so schön. Und ich finde, die Sachen hier sind gerade richtig teuer. Ganz wichtig, wir brauchen noch einen Magneten. Aber ich habe noch keinen gefunden, der mir gefällt. Bisschen Limonade. Schmeckt gut. Wir haben uns Langos geholt. Keine Ahnung, wie das heißt. Mit Knoblauch, wichtig zu. Lecker. Kommen wir morgen noch mal hin und wollen hier dann auch an den Strand. Ich würde am liebsten jetzt schon ins Wasser springen, das sieht so schön aus. Und wir wollen noch mal morgen so eine Matratze da fahren. Wir haben Sonntag und damit ist der 7. Tag schon, den wir hier in Kroatien sind. Also eine Woche ist um. Und genau, gestern habe ich nicht so viel mitgefilmt. Wir waren vormittags einmal ein bisschen in der Stadt unterwegs in Braska. Oscar, irgendwie sowas. Da waren wir unterwegs, haben so eine kleine Shopping-Tour gemacht. Ich habe eigentlich nur Magneten geholt. Aber ich habe nicht so viel mitgefilmt, weil es einfach so warm war. Ich bin geschmolzen. Und danach waren wir nur noch den Abend lang im Pool und haben dann unsere Serie weitergeguckt. Wir hatten ja der Sommer, als ich schön wurde, angefangen nochmal. Und ja, jetzt sind wir schon bei Staffel 2. Ja, jetzt sind wir im Auto. Heute nehme ich euch noch mit und den Rest des Urlaubs werdet ihr dann in einem zweiten Vlog sehen. Wir fahren jetzt aber erstmal zum Strand. Wir sind gerade im Meer und wir sind hier gerade einmal so eine Couch gefahren. So, das wird halt an so ein Speedboot rangehangen und dann fährt man da so rum. Da blende ich euch mal ein paar Aufnahmen ein. Max hatte eine GoPro dabei. Danach sind wir noch was gefahren und jetzt erstmal ein bisschen im Meer chillen. Habt ihr Bock? Ja, aber es ist kalt. Das Wasser ist mies arschkalt, ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben ein paar Stunden am Strand verbracht. Wir haben ein paar coole Bilder gemacht, sind ein bisschen getaucht, haben gerade noch ein Eis gegessen. Ich habe mir das Armband hier geholt, ich fand das voll süß. Und jetzt geht es erstmal bei uns wieder zum Haus. Da wartet Leo auf uns. Genau, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich beende es hier jetzt mal, weil es auch jetzt direkt online kommt, sobald ich zu Hause bin. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Vlog. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!